Herr Klingbeil, was hat für Sie persönlich den Ausschlag gegeben, für das Amt des Parteivorsitzenden zu kandidieren? Ich glaube, jeder weiß, wie eng verbunden ich dieser Partei bin. Ich habe jetzt in 4 Jahren als Generalsekretär so manche Höhe und manche Tiefe mitgemacht und das schweißt einen ja noch mehr zusammen. Und die Frage, ob man Vorsitzender der SPD werden will, die kriegt man wahrscheinlich nur einmal im Leben gestellt. Und ich habe darüber nachgedacht in den letzten Tagen und sie für mich dann aber sehr klar und deutlich mit Ja beantwortet. Also ich möchte diesen Weg gehen, ich möchte kandidieren im Dezember und freue mich über das Vertrauen, das ich heute im Präsidium und im Parteivorstand bekommen habe. Sie haben als Generalsekretär am Anfang Ihrer Zeit gesagt, Sie wollten in der SPD keinen Stein auf dem anderen lassen und möglichst viel bewegen. Welche Steine sind denn noch nicht umgedreht? Also wir haben in der Tat vieles geschafft in den letzten 4 Jahren. Wir haben die Partei verjüngt. Wenn man sich die Bundestagsfraktion anguckt, dann sind wir auch viel diverser aufgestellt. Man sieht, wie vielfältig die Bundestagsfraktion jetzt geworden ist. Wir haben es geschafft, große gesellschaftliche Debatten wieder in die Partei reinzuholen. Aber es geht jetzt noch um weitere Schritte. Wir wollen programmatisch uns noch deutlicher aufstellen. Die gesellschaftlichen Umbrüche werden rasant in den nächsten 10 Jahren und die SPD muss der Ort sein, an dem die Menschen Halt kriegen in diesen großen Umbruchsphasen, also wo auch programmatisch jetzt was entwickelt wird, wie laufen eigentlich genau die nächsten Jahre ab. Es geht darum, Netzwerke aufzubauen in die Kulturszene, in die Wissenschaftsszene, in die Gewerkschaftsszene, noch viel stärker als das heute der Fall ist. Glaube ich, bietet sich jetzt eine Möglichkeit, große gesellschaftliche Bündnisse zu schmieden und es geht auch darum, sich international und europäisch noch mal viel stärker aufzustellen. Wir sind die Partei von Willy Brandt. Ganz Europa guckt gerade auf die Sozialdemokratie in Deutschland. Wir haben etwas geschafft, was viele uns nicht zugetraut haben. Wir haben die Bundestagswahl gewonnen, sind damit Vorbild jetzt für viele andere europäische Parteien und deswegen wird die internationale Arbeit eine größere Dimension einnehmen. Vor 2 Jahren hätten Sie sich wahrscheinlich nicht vorstellen können, mit Saskia Esken zusammen für den Parteivorsitz zu kandidieren. Was ist in diesem Jahr, 2 Jahre später, anders? Wir haben als Parteiführung insgesamt ja gezeigt, dass wir durch die Geschlossenheit, die wir erreicht haben, einen Vertrauensrahmen haben, der uns stark gemacht hat. Das hat uns alle auch zusammengeschweißt im Team mit Norbert Walter-Borjans, mit Rolf Mützenich, mit Olaf Scholz, aber eben auch mit Saskia Esken und mir. Und das hat uns in den letzten Tagen dann auch in persönlichen Gesprächen darin bestärkt, dass wir diesen Weg jetzt gemeinsam gehen wollen. Norbert Walter-Borjans ist in den vergangenen Tagen, nachdem er gesagt hat, er will nicht wieder antreten, häufig als Brückenbauer bezeichnet worden. Was wäre Ihr Attribut für Saskia Esken in dieser Zeit? Ich glaube in der Tat, dass das als Beschreibung auf Norbert Walter-Borjans stimmt, aber dass wir alle unseren Teil dazu beigetragen haben, dass Brücken gebaut wurden, dass wir alle dafür gesorgt haben, dass die SPD so stark geworden ist. Und Saskia Esken ist eine Person, die zum Beispiel die programmatische Erneuerung gerade im Digitalbereich massiv vorangebracht hat und wo ich auch sehr dankbar bin, dass dieser Blickwinkel viel stärker als auch in der Partei ist und das Brückenbauen wird jetzt weitergehen. Warum ist heute nicht das gesamte Tableau vorgestellt worden, also auch Ihre Nachfolgerin oder Ihr Nachfolger als Generalsekretärin? Wichtig für uns war eine offene Führungsfrage, die jetzt ja im Raum stand, auch mit dem angekündigten Nicht-Wieder-Antreten von Norbert Walter-Borjans, das zu klären. Das ist für die Koalitionsverhandlungen jetzt auch wichtig, dass Grüne und FDP wissen, sagen, wie wird die SPD künftig an der Spitze aufgestellt sein. Und jetzt nehmen Saskia Esken und ich uns Zeit, auch darüber nachzudenken, wie geht es insgesamt weiter mit der Führung der SPD. Aber gerade ging es um die Frage Parteivorsitz. Und nebenbei muss man ja sagen, haben wir auch noch ein paar andere Sachen gerade zu erledigen. Also ich merke das bei mir selbst gerade auch. Ich bin den ganzen Tag jetzt in Koalitionsverhandlungen. Das ist doch meine wichtigste Aufgabe, dass die jetzt wirklich erfolgreich zu Ende gebracht werden. Und da werden wir dann aber trotzdem die ein oder andere Minute finden, um den Rest auch zu klären. Frau Esken ist der Frage, ob sie sich möglicherweise auch ein Amt als Ministerin vorstellen kann, obwohl sie jetzt auch wieder Parteivorsitzende werden wird oder zumindest dafür antritt, ein wenig ausgewichen. Wie ist es bei Ihnen? Also es ist doch klar, dass die Übernahme des Parteivorsitzes in einem Ministeramt sich im Grundsatz nicht ausschließen. Das hat es ja in der Vergangenheit doch immer wieder gegeben. Für mich ist aber klar, ich trete als Parteivorsitzender an in einer Phase, wo wir in eine neue Regierung einsteigen, wo ein Sozialdemokrat Bundeskanzler wird. Und das heißt für mich auch, dass ich mich zu 100% jetzt der Aufgabe des Parteivorsitzenden widmen werde. Ich habe nebenbei ein Bundestagsmandat, was ich auch sehr ernst nehme. Jeder weiß, wie verankert ich im Wahlkreis bin, dass mir die Anliegen der Menschen dort sehr wichtig sind. Aber diese beiden Aufgaben füllen mich so auf, dass alles andere nicht in Frage kommt. Abschließend dann auch noch mal zu den Koalitionsverhandlungen, die Sie ja auch schon angesprochen haben. Es ist ein bisschen Unruhe aufgekommen seit vergangenen Freitag. Die Grünen scheinen unzufrieden zu sein mit den Fortschritten. Wie bewerten Sie den Stand der Dinge und an welchen Stellen hat es da eigentlich so massiv?
Also ich finde, wir sind in guten Gesprächen. Wir sind gerade in einer ganz entscheidenden Phase. Jetzt kommen wir in die Schlussphase der Gruppenarbeiten. Also die Fachpolitiker sitzen ja zusammen. Die sollen bis Mittwoch fertig sein. Da ist doch normal, dass es mal ruckelt. Jeder versucht jetzt möglichst viel von seinen Vorstellungen durchzubekommen. Insgesamt sind wir aber in einer guten Phase der Verhandlungen. Und ich bin mir sicher, wir bleiben im Zeitplan. Wir kriegen das hin, dass Olaf Scholz in der Woche nach Nikolaus dann auch zum Bundeskanzler gewählt wird. Und der Koalitionsvertrag wird fertig werden. Vielen Dank, Herr Klingbeil. Danke.